Hallo liebe YouTuber, herzlich willkommen in meinem letzten Video dieses Jahr und ich habe wirklich lange überlegt, ob ich noch ein Video machen soll, aber es ging mir so viel durch den Kopf und es ist so viel passiert dieses Jahr, dass ich mich erstmal an den Schreibtisch gesetzt habe und mir so ein kleines Konzept gemacht habe, ausnahmsweise heute mal. Ansonsten spreche ich ja immer einfach so frei, aber ich musste mir einfach so viele Punkte notieren, weil es ist so viel passiert. Und ja, willkommen in der heimischen Küche. Man sieht, wir haben hier auch eine ganz tolle Blumendeko. Die Amaryllis, die brauchen natürlich immer Zeit, bis die hochkommen, sind aber auch richtig schön dekoriert mit Zapfen und Zweigen. Und ich wollte euch auch so ganz nebenbei, aber die kommt gleich noch, unsere wunderschöne Christrosenschale, da sage ich gleich noch was dazu. Aber ja, mein erster Dank, ich habe ganz viele Dankeschöns eigentlich zu sagen, aber mein erster Dank geht eigentlich an die vielen, vielen, vielen neuen Abonnenten, die auch meine wöchentlich erscheinenden Videos immer geschaut haben, die kommentiert haben, die mich weiterempfohlen haben. Wahnsinn, also es hat sich dieses Jahr, ich habe eigentlich gehofft, dass es 10.000 Abonnenten werden und mittlerweile sind es weit über 14.000 Abonnenten und ich hätte es eigentlich nie geglaubt, ja, dass das alles möglich wäre. Und mit euch verbunden, es ist wirklich ein Nebenberuf geworden. Ja, also ich bin Florist, ich bin Blumenladeninhaber und ich bin auch YouTuber, weil es nimmt natürlich auch viel Zeit und Arbeit in Anspruch, aber es hat sich daraus unheimlich viel ergeben. Ja, also naja, da komme ich gleich noch dazu. Ja, also dann auch noch einen ganz dicken Dank an mein Team, an diese vielen fleißigen Hände, die das alles ermöglichen. Wir haben also so viele, wir brauchen viele Hände, die produzieren und so als Kleinen, um zu zeigen, was vor Weihnachten los war, weil da war von mir nichts mehr zu hören, zeige ich einfach mal im Video, so in Bildern, die Weihnachtssträuße, die wir noch ausgeliefert haben. Wir hatten also unheimlich viel zu liefern. Das heißt, es werden alle Hände gebraucht, dass die produziert werden, natürlich für mich zu planen, ja, dass meine Lieferanten rechtzeitig liefern, dass wir die alle herstellen, dass die auch ausgeliefert werden. Also es ist so eine Wahnsinnskette, die da dran hängt, die man eigentlich nie sieht, weil wenn der Kunde in den Laden kommt, der sieht nur, dass wir einen Strauß binden. Aber es ist unheimlich viel passiert davor und es passiert auch ganz viel danach. Und da wir also so viel zu liefern haben, geht das alles Hand in Hand. Und ja, und für die YouTube-Videos natürlich Dank an euch und ein ganz dickes Dankeschön an meinen Kameramann. Ohne den wäre das alles auch überhaupt nicht möglich, weil es ist so toll, dass in den vielen Perspektiven gefilmt wird und dass ihr die Sachen, die Arbeiten schön sehen könnt. Das sind auch viele, viele, viele Stunden, die wir damit verbringen natürlich. Und ja, auch Dank an die vielen Kunden, ja, also wo bekamen wir Aufträge her dieses Jahr? Wir haben unheimlich viele Kunden, wir haben Stammkunden, es kamen auch sehr, sehr viele Bestellungen von euch YouTubern, es kam also bis aus Norddeutschland, ja, eine Dame kam mal rein, hat eine Lichterkette mitgebracht und hat gesagt, oh, ich habe ein paar gekauft, ja, und die eine wollte noch mal umtauschen und sie kam aus Hamburg und habe ich gesagt, kam sie extra aus Hamburg, um die Lichterkette umzutauschen? Nein, also sie ist auch öfter in der Gegend. Es kam die kleine Merle aus Norddeutschland, um gemeinsames Video zu drehen und es kam auch bis aus Rheinland-Pfalz, kamen Kunden, auch zuletzt zum Goldenen Hochzeitstag, liebe Ingrid, ich darf ja nur die Vornamen sagen, kamen aus Rheinland-Pfalz die Kunden und es waren also ganz viele YouTuber und wir haben auch für Weihnachten unheimlich viele Pakete, ja, also bis zu 1 Meter lang, wirklich mit Unterteilungen, mit Töpfen, mit Weihnachtsbäumchen drin. Wir haben Adventskränze bis nach Luxemburg versendet, nach Frankreich, nach Holland. Also ich war auch Stammkunde auf der Post und die haben gesagt, wie, du bist ja schon wieder da. Ich bin dann also mit meinem Wägelchen immer reingekommen und habe auch immer stapelweise Warnsendungsumschläge um die vielen, vielen Lichterketten, ja, diese schönen Lichterketten, die ja jetzt hier auch in der Christrose drin ist, um diese Lichterketten zu versenden. Die Lichterketten mit Schnur, die es scheinbar sonst wirklich nirgendwo gibt. Ich habe mich gefreut, die zu verschicken, aber gehen wir mal an den Anfang vom Jahr zurück. Wir mussten ja erstmal durch den Lockdown und durch Corona den Laden schließen. Dann habe ich als erstes ein Video gemacht.
wo ich angeboten habe, wo ich die Situation geschildert habe, angeboten habe, wir verschicken Osterkränze, ich würde mich super freuen, wenn ihr bestellt. Und wir haben das Porto übernommen. Und dann waren wir eigentlich erstmal 2 Wochen nur mit Osterkranzwickeln beschäftigt. Spiele ich noch mal ein paar Bilder dazu rein. Und so ging eigentlich Versenden an YouTuber los. Und wir hatten dann auch, also dank vieler Aktionen, ich habe ein neues Newsletter-Tool aufgesetzt. Ja, und ich habe natürlich versucht, meine Kunden anders zu erreichen. Und dank vieler Aktionen hatten wir auch ohne Hochzeiten und ohne Events wirklich, haben wir das Jahr gut durchgestanden, obwohl es natürlich auch alles anders war als sonst, klar. Ja, insofern, ja, haben wir auch viele Bestellungen bekommen. Und dann gab es noch einen Faktor, den ich überhaupt nicht berücksichtigt hätte. Es wurden sehr viel Fleurer-Blumengrüße versendet. Und zwar, das haben sich Leute geschickt, die sich nicht sehen konnten. Normalerweise fahren die zu dem anderen und so haben sie gesagt, statt dass wir uns sehen, eben bedingt durch die ganzen Umstände, haben sie sich einen Flora-Blumengruß geschickt und von daher sind wir auch, also auch als Flora-Blumenlieferant, waren wir ja happy, dass wir das hatten und wirklich, wir waren einfach sehr, sehr dankbar, dass wir arbeiten durften und dass wir da so viel machen durften. Ja, dann gibt es natürlich auch die schönen Kunden, die über die vielen schönen Google-Bewertungen kommen. Ich freue mich über jede einzelne Bewertung und sage immer Dankeschön. Ich beantworte auch jede einzelne. Also ich finde das ganz, ganz toll für Leute, die sich neu orientieren, die suchen, wo bekomme ich meine Blumen her. Die lesen die Bewertungen und da kamen auch ganz tolle von euch YouTubern, die sich über die vielen Tutorials gefreut haben. Also man sieht, es geht alles immer Hand in Hand. Dann habe ich natürlich noch einen tollen Partner an der Hand, dessen Artikel ich immer empfehlen kann, die zu tollen, fairen Preisen sind. Das ist Floristik24, die sich auch perfekt, mit denen perfekt alles lief, selbst wenn ich Rückfragen hatte. Es wurde sofort beantwortet. Also es ist wirklich so ein Drumherum und es ist ein ganz großes Konstrukt, das man braucht und mit dem man kooperiert. Also das bin nicht nur ich, obwohl ihr nur mich vor der Kamera immer seht. Ja, und in der Herbstzeit haben wir auch noch schöne gewickelte Kränze versendet, sehr viele, auch an YouTuber und es kamen auch viele in den Laden. Also es ist wirklich so, alle Jahreszeiten haben sich wieder gespiegelt und ich habe auch ganz viel gezeigt, natürlich in den wöchentlichen Videos mit den Arbeiten. Und eine Arbeit, die ich euch jetzt mal so zeige, die jetzt auch aktuell ist, weil die haben wir auch mehrfach gemacht und ich habe gesagt, jetzt sind wir auch so viel zu Hause. Jetzt wollen wir auch so was richtig, richtig Schönes zu Hause haben. Und wir haben uns für zu Hause so eine tolle, üppige Christrosenschale gegönnt. Und die macht so richtig Wirkung. Ja, da sind also 3 Christrosenpflanzen sind drin. Und die macht natürlich sehr viel Wirkung, weil da sind diese tollen, bemoosten Apfelbaumzweige, diese richtig schönen Kiefernzweige. Und ich habe gesagt, eigentlich könnte man diese Schale auch vor dem Hotel in den Bergen stellen, aber ich wollte sie gern auf meinem Balkon haben und da habe ich mich auch sehr, sehr drüber gefreut. Und die Christrosen, an denen hat man jetzt ja auch 2-3 Monate Freude und es ist ein totaler Hingucker. Ich habe diese Christrosenschale noch nicht in einem Video gezeigt, wie man sie macht. Ich habe noch ein bisschen nachgedacht. Ihr könnt ja mal schreiben, was ihr davon haltet. Und dazu habe ich, und das finde ich jetzt nicht nur weihnachtlich, dazu ist hier eine Lichterkette, man sieht sie ja auch hier vorne, die Lichterkette mit Schnur ist mit drin, der Timer ist programmiert, die geht jeden Tag um 17 Uhr an und um 23 Uhr aus und ich stehe auch immer an der Scheibe und gucke nach draußen. Die Christrosen müssen natürlich raus und ich sage zu dieser Schale immer, bist du schön. Ich, ja, es war mein Traum. Ich habe zum ersten Mal so, so schöne Blumen draußen. Ich liebe es. Ich spitze nochmal kurz. Ja, und also das ist eigentlich so mein Jahresrückblick. Im Laden gibt es im Moment nichts zu sehen. Der Laden ist leergeräumt. Wir haben bis 10. Januar Sendepause. Und es gibt auch viel am Schreibtisch zu tun und ich freue mich über die Zeit, ich freue mich, so vieles zu organisieren. Ich habe die ganzen Videos,
Es sind 118 Videos drin von mir in YouTube und ich habe die ganzen Videos auch mal überarbeitet, habe die Texte kritisch nochmal ja, überarbeitet, schön geschrieben und dass die Darstellungen toll sind. Also es gibt auch ganz viel anderes und ja, also auf jeden Fall dieses Video, das musste ich jetzt so machen, zu so sagen, danke, danke, danke an alle, die geholfen haben, an alle, die zusammengearbeitet haben. Und ja, ach, es gibt ja noch so einen kleinen, hier auch noch jemand, der spielt hier eine Hauptrolle für dieses Jahr. Das ist unser Osterhase. Da hatten wir ganz, ganz viele im Keller, im Lager und die haben wir alle versendet an euch YouTuber im Rahmen dieser Osterkranz-Versendeaktion und einen musste ich mir als Souvenir behalten, der bleibt auf meinem Regal und den werde ich nicht hergeben. Und sinnbildlich für das ganze Jahr muss ich nochmal eine sehr, sehr schöne Weihnachtskarte zeigen, ich finde, dass die ganz toll darstellt, wie es so funktioniert. Hier sind die vielen, vielen, vielen Mäuse, die sich gegenseitig helfen, dass die obere an die Spitze kommt und dass die den Stern am Weihnachtsbaum anbringen kann. Und das ist wirklich sinnbildlich dafür, dass ganz, ganz viele Leute mir geholfen haben, dass alle Hände zählen und dass die Zusammenarbeit ganz wichtig ist. Und so wollen wir auch weiter zusammenarbeiten. Also vielen Dank für das ganze Jahr. Ich freue mich auf euch im nächsten Jahr und ich wünsche euch alles, alles Gute, vor allem Gesundheit. Und ich freue mich, euch wiederzusehen im neuen Jahr. Bis bald. Macht es gut, eure Margit. Tschüss.